Traditionell besucht das Kölner Dreigestirn die Dombauhütte schon seit vielen, vielen Jahren. In den letzten 2 Jahren konnte deswegen Corona nicht stattfinden. Aber jetzt endlich wieder. Bei mir ist jetzt Prinz Boris der Erste, Bauer Marco und Jungfrau Agrippina. Prinz Boris, Sie haben einen besonderen Wunsch mitgebracht, nämlich den Wunsch, dass der Kölner Dom bald wieder erleuchtet wird. Warum ist Ihnen das so wichtig? Es ist ja so, dass momentan der Karneval ja auch ein bisschen strahlt und die Leute als Hoffnungsträger, den Leuten halt gesagt wird durch den Karneval, dass sie eine gute Zeit haben werden, dass wir quasi Hoffnungsbringer gerade sind. Und der Kölner Dom, wenn er strahlt, ist natürlich auch das Zeichen für unsere Stadt. Und wenn wir irgendwie im Urlaub waren und kommen nach Hause, dann ist es erst der erste Blick, den wir haben, auf den Kölner Dom. Und deswegen wäre es schön, wenn er auch dann abends wieder angestrahlt wird, aber wir wissen ja mittlerweile auch, es wird alles Menschenmögliche getan, um den Dom bald wieder erstrahlen zu lassen. Bauer Markus, Sie sind in Ihrem bürgerlichen Leben Dachdeckermeister. Wie ist das? Schielen Sie manchmal hier zum Dach des Kölner Doms hinauf und denken, das wäre mal ein Traum, da mal mitzumachen und mitzutun? Auf jeden Fall. Also grundsätzlich schielen wir immer auf die Dächer. Also das ist wahrscheinlich eine Berufskrankheit. Man guckt immer zuerst aufs Dach, egal welches Gebäude man sieht. Aber natürlich ist der Dom nochmal was ganz Besonderes und auch mit Sicherheit nichts Alltägliches, was man da machen könnte. Also wenn ich jetzt nicht selbstständig wäre, hätte ich mit Sicherheit mal gerne eine Zeit lang hier gearbeitet. Jawohl. Jungfrau Agrippina, wie ist das? Sie haben erzählt, dass Sie auch während dieser anstrengenden Zeit ab und zu mal auch ganz privat noch in den Dom gehen, um eine Kerze anzuzünden. Was bedeutet Ihnen das? Das ist erstmal den verstorbenen Familienmitgliedern oder Freunden zu gedenken und ein Stück weit an der Kerze gibt einem irgendwie dann auch Hoffnung, ne? Und hält einen irgendwie beim Glauben und hilft einem durch die Session ordentlich durchzukommen. Prinz Boris der Erste, Sie haben mit Immobilien zu tun in Ihrem Privatleben. Wie würden Sie denn den Kölner Dom so als Immobilie einschätzen? Ich glaube, der Kölner Dom ist unbezahlbar. Also das ist ja einfach ein emotionales Gebäude für uns Kölner. Also den zu beziffern, das ist unmöglich. Wir haben den Dom alle im Herzen und ich glaube, das ist die höchste Währung, die wir haben können in Köln. Und was bedeutet Ihnen der Glaube, der Kölner Dom, der Kölner Karneval, Kirche und Religion? Das gehört ja zusammen. Absolut, gehört das zusammen. Auch Karneval und auch Religion, das verbindet ja auch viel. Auch der Karneval ist ja auch Hoffnungsträger für viele Menschen. Auch wenn wir mit unseren Ornaten durch die Stadt ziehen, zaubern wir den Menschen in der Regel auch ein Lächeln ins Gesicht. Und der Glaube ist ja auch so, wenn man es einem nicht so gut geht, dann kann der Glaube einem auch schon viel, viel Kraft geben im Gebet oder halt auch im stillen Gedenken. Von daher verbindet Kirche und Karneval und Kirche ist schon eine Symbiose, die untrennbar miteinander vereinbar ist. Bei mir ist auch hier der Dombaumeister Peter Füssenich. Mal ganz kurz in die Mitte kommen. Jetzt hat Prinz Boris der Erste den Wunsch geäußert, den Dom bald wieder in hellem Licht strahlen zu lassen. Wird das was? Dieser Wunsch ist ja absolut nachvollziehbar und ich glaube, es geht jeder Kölnerin und jedem Kölner so, dass man den Dom auch von Weitem und auch vor allem nachts erkennen soll. Wir arbeiten ganz fleißig daran zusammen mit der Rheinenergie und ich habe eben versprochen, dass zumindest in der Regentschaft des Dreigestirns in diesem Jahr der Dom wieder in völlig neuem und hellem Licht erstrahlen wird. Und können Sie dem Bauern Marco versprechen, einmal mit aufs Dach zu klettern? So als Dachdecker möchtet ihr das gerne? Das habe ich schon versprochen. Wir machen jetzt einen Termin aus und dann geht das. Und für Sie geht es jetzt weiter? Wo geht es jetzt hin? Wir werden jetzt die erste Sitzung für den heutigen Tag besuchen und freuen uns schon, da auch den Jecken in den Sälen jetzt wieder ein bisschen Freude zu bringen. Also, und wir verabschieden uns, wie sich's gehört, mit einem dreifachen Kölle. Alla. Kölle. Alla. Kölle. Alla.